Hallo Martin, ich grüße euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Es ist eine Stunde vor dem Finale. Und da würde ich gerne mal über das Mindset sprechen. Ja. Ich hoffe, dass ich alle meine Gedanken, die ich jetzt die letzten Tage, Wochen hatte, auch Feedbacks von, ja, was heißt Feedbacks, Mitnahmen, Gedankenmitnahmen, Mehrwertmitnahmen, ja, aus den Bootcamp-Gesprächen möchte ich mal teilen. Erfolgreicher Trader. Ein erfolgreicher Trader. Vielleicht mal so meine Meinung oder besser gesagt meine Definition eines erfolgreichen Traders. Zuerst Risikohinweis, klar, jetzt in dem Fall mache ich hier natürlich jetzt nur eine allgemeine Diskussion, trotzdem schaut euch diesen Risikohinweis eine Minute an, vielleicht auch nur 10 Sekunden. Wichtigste hierbei ist, wie gesagt, dass Optionen Futures erhebliche Risiken beinhalten, die zu einem Totalverlust führen können. Das kann man nicht oft genug sagen. Ja, nicht oft genug sagen. So. Erfolgreicher Trader, ganz simpel und einfach. Ein erfolgreicher Trader ist derjenige, der wiederholbare Setups sucht, findet und diese diszipliniert tradet. Es ist ein ganz einfacher Satz, aber die einfachsten Dinge im Leben bedürfen manchmal doch mehr Arbeit. Ja, ich weiß, ich habe 20, 25 Kilo Übergewicht. Kann man auch sagen, dann nimm doch ab. Ne? Ein einfacher Satz, nimm einfach ab. Aber der Prozess, die Umstellung, das ist natürlich sehr hart. Man möchte ja auch dann das Gewicht halten. Es geht jetzt nicht nur radikal, eine Diät zu machen. Und genauso ist es auch mit dem Trading. Ja, man kann nicht schnell etwas erreichen, denn dann fragt man sich, ist das auch nachhaltig? So, das bedeutet, da fängt es schon ein bisschen an. Generell ist Arbeit immer ein bisschen schwierig, ne, beim Menschen. Wir sind ja alle doch etwas bequem, müssen wir uns alle an die Nase fassen, das sind wir alle halt leider so. Aber ich sag mal, deswegen brauchen wir Leidenschaft. Wenn man keine Leidenschaft hat, nützt alles nichts, gar nichts. Oder andersrum, die Leidenschaft ist dann der Motor, ja, der dich weitertreibt, wenn es Probleme gibt, Sorgen oder sonst noch irgendetwas auf dem Weg, ja, zu deinem Erfolg oder besser gesagt, oder in dem Tun. Und das heißt, ich liebe die Märkte, ich liebe die Optionen, ich liebe das Setup, ich liebe das Trading. Und auch wenn einige Dinge nicht gelaufen sind oder nicht laufen, ich bohre weiter, ich mache herum. Und das mache ich nur deshalb, weil ich die Leidenschaft habe. Ja, und ich hoffe, dass ihr sie auch habt. Das heißt, die Wiederholbarkeit kann durch entweder Selbststudium, am besten Beobachtung erworben werden. Ja, Beobachtung ist eines der wichtigsten und interessantesten Baustein für das erfolgreiche Trading. Ja, das kann dir keiner nehmen und auch keiner geben. Ja, das heißt, nehmt euch doch mal einen Tag Zeit oder mal abends oder irgendwas und lässt einfach mal den PC an und schaut einen Film oder Musik nebenbei und beobachtet das Candle, beobachtet das Stunden-Candle, Minuten-Candle, 10-Minuten-Candle. Warum macht es das? Wo sind meine Indikatoren? Warum sind sie da? Was macht der Markt? Ne? Woche für Woche, Monat für Monat. Und dann hast du eines der besten Gefühle, ja, für den Markt, was dir nicht mal einen Indikator geben kann. Das heißt, da suchst du deine Wiederholbarkeit, da siehst du etwas, da siehst du, das habe ich öfter gesehen, das habe ich immer wieder gesehen, wann habe ich es gesehen, dann schreibst du es dir auf, dann machst du es im Demo, dann übst du es im Demo, ja, und arbeitest dich da eben heran, ja. Das heißt, du kannst natürlich auch schon erfolgreich getestet oder von anderen Tradern Ideen übernehmen. Das ist völlig legitim und völlig okay. Man muss nur eins beachten, dass jeder Trader da draußen, jeder gute Trader aus diesem Bereich kommt. Ja? So, das Problem ist hierbei, du hast ein Leben, du hast ein Setup, du hast etwas Eigenes und das kann man nicht drüber stülpen, sondern du musst schon erfahren und so weit sein, dass du sagst, okay, jetzt hat der, egal wer, irgendetwas Interessantes und ich gucke, dass ich das jetzt an mich, also adaptiere. Ja.
Das heißt, diese Wiederholbarkeit zu finden, ist ein längerer Prozess oder der längste Prozess, der eigentlich auch nie aufhört. Das heißt, du kannst nur nahe kommen, dass du deiner Wiederholbarkeit nahe kommst. Du musst sie aber ständig wiederholen. Und da kann ich dich beruhigen. Wir sind alle nicht allein. Die besten Trader, die 100.000 Jahre traden, arbeiten, optimieren immer wieder an ihren Trades. Das heißt, deine Geisteshaltung muss so sein, dass du das weißt, ja, und auch bereit bist, eben diese Kraft auf dich zu nehmen. Das Setup, ja, das ist so mehr schon das Technische. Das heißt, mit was machst du den Trade? Mit Futures, Aktien, Optionen oder in Kombination etc. Ne? Das heißt, du musst dann auch als Trader über die einzelnen Märkte dann Bescheid wissen. Ne? Das heißt, wie kombiniere ich zum Beispiel Optionen mit Aktien, Optionen mit Futures, wie sind die Settlements? Das sind Sachen, die kann man lernen, L für lernen. Ja? Da braucht man keine Intelligenzbestie sein, da braucht man kein Hochschulstudium haben. Die kann man sich erlernen, ja. Was sind Optionen, was sind Aktien, Futures, was ist die Kombination? Da ist auch kein Geheimnis dahinter, ja. Denn es ist sowieso die Kombination deiner Wiederholbarkeit im Markt mit der Kombination der Setups und der Kombination deiner geistigen und Managementfähigkeiten, ja. Money-Management-Fähigkeiten, die macht deine Edge. Deswegen allein die Kombination, allein jetzt eine tolle Optionsstrategie allein macht nichts aus, ja. Ich mache immer wieder das Beispiel, du hast einen Iron Condor, der ist, oder einen Iron Fly oder einen Butterfly, der ist recht dünn gesät, ja, also mit Kosten. Das heißt, also vom Chancen-Gewinn-Verhältnis faszinierend. $50 kannst du vielleicht mal 500 machen. $50. Das Problem ist aber, wenn du jetzt ein 10.000 Konto hast und du machst jetzt 100 Butterflies, ja, dann hast du das Konto richtig voll geklopft und die Trefferquote beim Fall ist natürlich nicht immer so perfekt. Das heißt, du musst da schon den Verfall kriegen, du musst da das Settlement kriegen. Und wenn du es halt 20, 50 Mal nicht bekommst, dann sind 5.000 weg. Ja, das heißt, die Strategie an sich ist harmlos, ist risikoarm. Wenn du aber als Money Manager deines Kontos und dein Setup sagt, ich mache es 1.000 Mal, dann hat es auch keinen Edge. Ja, sondern diese Kombination ist es. Das allerletzte ist die Disziplin. Diszipliniert handeln. Da müssen wir uns alle an die Nase fassen. Ja? Geistiges Niveau, ja, sage ich hier nur. Wie kann man das nennen? Das ist einfach eine Reife. Das hat mit Bildungsstatus überhaupt nichts zu tun. Das verwechseln viele da draußen. Die sagen, oh, ich brauche Hochschulstudium. Ich muss bei Goldman Sachs gearbeitet haben. Völliger Quatsch. Ja? Völliger Quatsch. Das heißt, ich kenne auch zwei Händler von Goldman Sachs in dem Bereich. Die machen da Portfolio. Ja, nicht Portfolio. Nein, die machen was anderes. Die machen. Was sind denn da im Research-Bereich? Ja. Aber im Bereich Portfolio-Hedging, Aktien-Hedging, was Vola ist, haben die null Ahnung. So, das heißt nicht, wenn du bei Goldman Sachs arbeitest, dass du Ahnung von den Dingen hast. So, das, was ich damit sagen will, ist, auch vom geistigen Niveau her. Ja, hat es nichts damit zu tun, was du machst, was du nicht gemacht hast, sondern einfach, dass du klug bist und sagst, was ist wichtig für mich, was ist wichtig für mein Trade, ja, und ich bin offen, lernfähig und selbstkritisch. Verstehst du? Menschen, die selbstkritisch sind, die lernen wollen und können, ja, und die nach dem, was ist richtig und nicht, wer hat Recht, suchen, ja, die sind oft erfolgreich. Also eigentlich sind die fast immer erfolgreich. Warum? Ja, weil sie eigentlich das Wesentliche, weil sie einfach sich optimieren möchten, ja, weil sie einfach sich verbessern möchten. Ja. Das ist schon ein ganz wichtiger Teil, ja, das auch des Tradings oder egal was. Nochmal, die Kombination ist ein Schlüssel, ja, oder der Schlüssel fast schon der Schlüssel. Ja. Warum? Naja, du hast die Wiederholbarkeit, prima. Jetzt hast du aber keine Disziplin, ja, und deine geistige Haltung ist, ich will Geld, Geld, schnell, schnell. Ja? Das heißt, dann ist das futsch. Nützt nichts. Du brauchst auch kein Setup. Das heißt, wenn du dann ein Setup machst, was du dir von irgendwoher holst, ja, und du das nicht hast, was soll daraus kommen? Nichts. So, ne? Jetzt hast du hier auf der anderen Seite. Hast du jetzt hier, pass mal auf. Wo ist es denn schon wieder? Mensch, Martin, hier. So, du bist
Du hast Passion. Du sagst, ich habe Geduld. Ich suche mir jetzt meine Märkte. Ich suche mir mal meine Pappenhammer. Ich suche, beobachte, lerne. Und da hast du was gefunden. Und du wirst zu tausendprozentiger Sicherheit, mit einer tausendprozentiger Sicherheit was finden. Ja. Was wiederholbar ist und greifbar ist. Dann sagst du, jetzt schaue ich mir alle möglichen Hilfsmittel an, ja, also diese üblichen, ich gehe Aktie Long Short mit Stop, das kennen wir ja schon alle, gehen, ja, es gibt noch viele andere, wie gesagt, Optionen, Kombinationen und sagst, okay, was ist für mich das beste Setup, für mein Leben, für mein Konto, ja, das ist auch ein langer Prozess, ein langer, langer Prozess. Das heißt, du wiederholst diese zwei Dinge, die sind so im Einklang wie ein Ping-Pong, das heißt, wiederholbarer Setup, was ist besser, was kann man optimieren, da kannst du lange drauf rumreiten, es läuft nichts weg, denn je besser du das formulierst, je besser du das greifst, desto besser wirst du dann auch. Und in der Tat passiert auch was Folgendes, wenn du nämlich das tust, dann wächst komischerweise während dieser Zeit auch deine Disziplin. Ja, das heißt, wenn du dann schon eine Disziplin trainierst und sagst, ich möchte es jetzt wissen, ich möchte jetzt aus diesem Ding das Beste rausholen, was es nur geht. Beste Ding heißt, wenig verlieren, maximal gewinnen, Jordan, so gering wie möglich und versuchen so gut wie möglich mitzukommen. Das heißt, das spielt alles eine Rolle. Ja, und der ist natürlich hier der Geist, ja, der kombiniert natürlich all diese Dinge. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Ja, bist du bereit, das zu tun? Ja, bist du fähig, das zu tun? Wenn nicht, ja, musst du halt überdenken, warum nicht. Ja, das heißt, das Interessante ist, dass vieles lernfähig ist. Ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch lernfähig ist. Ja, muss ja auch sein. Die Natur, von der Natur her, vom Kosmos, von der Entwicklung, sind wir dazu verprügelt, lernfähig zu sein. Die Natur ist sowas von lernfähig, das glauben wir gar nicht. Da wundere ich mich manchmal, wie, sag ich mal, viele gegen die Natur sich streben und eigentlich gar nicht lernfähig sein wollen. Denn alles, was wir sehen, alle Tiere, alles, was sich entwickelt hat, kommt ja aus der Lernfähigkeit, sich auch unter anderen Umständen anzupassen und das Beste draus zu machen. Und der Beste gewinnt. Das ist leider auch halt die Natur. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, ja, dich zusammenzureißen und sagen, ich mache das, was notwendig ist, dann wird es ein anderer tun. Und dann wirst du immer einen anderen folgen. Ja? Und das ist nicht nachhaltig, meines Erachtens. Und das ist auch nicht die Freiheit, glaube ich, die wir alle wünschen, denn die Freiheit heißt nicht finanzielle Freiheit, die Freiheit heißt, ich kann machen, was ich will und ich möchte machen, was wie ich mich entscheide. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Ratschläge hole oder andere Experten zu Rate ziehe, aber ich entscheide, was ich mache und das möchte ich immer so beibehalten. Ja? Das sind meine Fehler und auch mein Erfolg und das ist meine Freiheit. Und wenn ich verdammt nochmal 20.000 in den Kasten setze, ich habe es aber aus meiner Wiederholbarkeit, aus meinem Setup, aus meiner Disziplin herausgemacht, dann bin ich ein guter Trader. Denn besser, mehr kann ich es nicht machen. Ja, das heißt, klar, wenn du sagst, hey, ich bin zum ersten Mal Trader und gehst volle Kanne Long und Short und das Geld ist fort, dann kannst du nicht sagen, ich bin ein toller Trader. Ja, dann denkt man halt, ich bin ein Versager. Du bist kein Versager, du bist in dem Fall, warst du hastig. Ja, das heißt, dein Geist muss lernen, was war der Fehler. Und du musst daraus lernen und musst einfach sagen, okay, ich brauche eine Wiederholbarkeit, ich brauche mein Setup, ich brauche auch eine gewisse Disziplin. Und wenn ich mein Setup habe, meine Wiederholbarkeit gefunden habe und ich handle danach und der Markt ausnahmsweise, ja, was aber eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, wenn du dein Money Management dahingehend kontrollierst, von den Optionen her, da gar nicht schrotten kannst, dein Konto, sondern du kannst nur das verlieren, was du definierst. Wenn du sagst, ich bin für 3 Monate mit $1,000 Gold long und ich kann maximal $1,000 verlieren, ich kann 5.000 gewinnen, dann kannst du das Konto nicht schrotten, wenn du 100.000 hast und eigentlich vielleicht nur 1% hier nutzt für 3 Monate, die du sowieso noch ein bisschen reduzieren kannst, das Risiko während der Zeit. Besser geht's nicht. Ja? Wenn du aber dann nicht diszipliniert bist und während der Zeit sagst, naja, jetzt gehe ich doch noch 5 long und erhöhst das eben auf 10.000 Risiko, das geht schief. Ja? Dann kannst du zum Schluss sagen, ich habe versagt. Ja? Du hast nämlich dann versagt, weil du deine eigenen Regeln gebrochen hast. Ja, das muss man ganz groß unterscheiden. Okay. Was habe ich denn hier? Leeres
Ach, warum ist das leer? Warte mal kurz. Ah, ne, da ist es, ja. So, vielleicht ganz nochmal Mindset eines erfolgreichen Traders. Jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen auf die Hardcore-Ebene, jetzt nicht nur auf die Softcore. Wichtig ist zum Beispiel, dass du weißt, ja, und das ist immer das gleiche Prinzip. Was bewegt eigentlich die Märkte? Ne? Das wissen viele Menschen gar nicht. Ne? Das sind eben die fundamentalen Gründe, COT bei Aktien, eben die Earnings etc. Das sind ganz wesentliche Dinge. Ne? Bei den Commodities, Angeboten, Nachfrage etc. etc. Ja, da muss man wissen, okay, großes Bild, COT, was machen die Marktteilnehmer, wo stehen wir, was ist die Wahrscheinlichkeit aus bestimmten Konstellationen. Du musst eigentlich, mein Tipp, du musst nur wissen, wann irgendwelche fundamentalen Informationen in den Markt reinkommen. Und du musst sie nicht traden und du sollst sie nicht traden. Ja, das heißt, warte ab, wie die Märkte darauf reagieren. Das ist einer der klügsten Ratschläge. Ja, das kommt jetzt nicht nur von mir, ich habe auch daraus gelernt, sondern auch viele ja, Mentoren, die ich hatte, auch Club-Teilnehmer, auch Jim Dalton, der lange Zeit Trader, die jetzt große Hedgefonds und alles Mögliche ausbilden, auch also im Club war und hat auch genau das gesagt. Er hat gesagt, wartet immer ab, wie die Großen drauf reagieren. Wir haben doch Zeit. Aber du musst wissen, dass etwas passiert und wann etwas passiert. Ja? Und dann das Wann, ja, da hast du eben deine Technicals. Das heißt, da hat jeder von euch natürlich Volumen und Average und Bollinger und das und jenes. Das gehört eben zu diesem Setup hier dazu. Ja? Ja, das heißt, dieses Warum, wenn es etwas gibt, fundamental, dann kommen Bewegungen, das sind dann in den Technicals, kann man die dann sehen. Ja, also praktisch sind die dann durch die Indikatoren sichtbar. Wichtig, dass du als Trader weißt, was bewegt den Markt. Ja, und das ist ganz einfach: die Käufer und Verkäufer, mehr nicht. Es ist recht simpel. Ja, das ist recht simpel: Käufer und Verkäufer. Das heißt, Volumen und Open Interest in dem Fall. Ja, das heißt, wenn beide jetzt hier Gold steigt, ne, dann gibt es Käufer und Verkäufer. Dann wird man sich fragen, wer verkauft denn in einem steigenden Markt? Nun, zum Beispiel bei den Commodities sind das eben die Commercials. Ne, das heißt, die, die Ware schon haben in dem Fall, bauen ihre Netto-Short-Positionen auf, denn sie hedgen bei einem steigenden Preis in dem Fall zum Beispiel. Ja, deswegen sind auch die Open Interest da auch dementsprechend, denn sind beide Seiten, bleibt es im Depot und beide Seiten sind glücklich. Bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, das sind die fundamentalen Säulen des Erfolges als Trader. Du musst verstehen, warum sich die Märkte bewegen, wann gibt es die Termine. Du musst die entsprechenden Indikatoren oder Technicals verstehen, wann und wie. Und du musst verstehen oder wissen, wer hat momentan ja das Sagen, die Käufer oder die Verkäufer in diesem Markt. So, der Cockpit eines, sagen wir mal, nicht nur Optionstrader, sondern auch generell vielleicht Traders, ja, Gewinn- und Verlustbegrenzung. Ja, das ist ein ganz großes Stichwort. Das brauchen wir jetzt nicht jetzt jedem sagen, aber trotzdem ist es immer wieder gut, sich zu vergewissern, dass man das weiß. Ne? Was sind unsere Welten? Volatilität, Verfallstermine, Gewinn- und Verlustgraf, Trendbestimmung, Volumen in dem Fall. Welchen Kapitaleinsatz, wo sind die Open Interest bei Verfall, welche Erwartungshaltung hatte ich und viele, viele andere mehr. Das heißt, all diese Dinge ja, sind jetzt, wenn man im Bereich eben das, ja gut, okay, das habe ich jetzt nicht hier gemacht, wenn ihr jetzt im Bereich Optionen unterwegs seid zum Beispiel, ja, sollte das euch, ja, das sind euer Alphabet, das sind eure ja, Paragraphen oder wie man das nennen kann, in eurem ja, Gesetzbuch. Ja, du musst nicht Experte sein, du musst einfach wissen, ja, dass es diese Dinge gibt, wann es sie gibt, wie man zum Beispiel mit Gewinn- und Verlustgraf umgehen kann und vor allem eben, ja, wie du einfach genau an die ganze Sache rangehst. Ja. Ich mache hier nochmal zur Software hier. Es ist so. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Welten, Religionen, Geschichten etc. Das Problem ist, dass der Markt,
dass es den Markt überhaupt nicht interessiert, woher wir kommen. Der Markt ist ein, ja, was ist ein Markt? Ja, es ist ein Konglomerat, ja, viele Aktivitäten, ein Monster, ein technisches, mathematisches Monster in der Form. Gefühlsarm und ja, macht entsprechende Dinge, sage ich mal. Ja. Wo wir nicht genau wissen, manchmal warum. Ne? Das heißt, wir müssen diesen Markt auch dann mal beobachten, kennenlernen und als Freund erstmal sehen. Ja. Und vor allem müssen wir einfach auch unsere Welt ein bisschen hier anpassen. Ne? Das heißt, guck mal, du hast die Geistexistenz, Materiellexistenz, Gefühle, Liebe, Trauer, Wille, Moral, Sprache, Weltansicht, Berufsexistenz, Intelligenz, Gedächtnis. Das heißt, dadurch, durch diese Kombination, wie du gerade jetzt bist, ja, diese Kombination ergibt dein Money Management, Risikomanagement, Mut, Disziplin, Ausdauer, Freude. Das heißt, wenn du, wenn, sagen wir, aus deiner Geschichte oder andersrum, du bist jetzt in Trauer, ja, oder hast eine große emotionale tiefe Phase. Das wird auf jeden Fall deine Mut und Disziplin und Ausdauer beeinflussen. Ja, du wirst weniger Freude haben oder du wirst mehr Freude haben, wenn es deine Leidenschaft ist. Das heißt, du kannst dich dann hier austoben, aber im positiven Sinne. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass man natürlich, wenn jetzt jemand gerade frisch verliebt ist, ja, er natürlich auch vielleicht einen Übermut hat oder mehr mutiger sein wird, ja, oder kann. Dass all diese Feintunings, die hier entstehen, sich auch hier in den Feintunings Plus und Minus irgendwo widerspiegeln. Und das müssen wir gerade rücken. Ja, das heißt, du musst diese ganzen Dinger, die hier den Einfluss, also das beeinflussen, ja, musst du. Ne, dass das natürlich deine Sachen hier beeinflusst und das muss neutralisiert werden. Ja, das ist ein langer Prozess, der wird nie zu Ende gehen und wir haben ja alle Lebenslagen, Gott sei Dank. Wo man gut dabei arbeiten kann, ist Intelligenz, ne, besser gesagt Gedächtnis auch. Hier Sprache brauchen wir jetzt auch natürlich nicht, Wille, Moral, da kann man immer dran arbeiten. Das ist eines der wichtigsten Schlüsselfaktoren. Ja, wir dürfen nicht und wir müssen neutral sein. Wir müssen, wenn wir vor dem PC mit dem Markt zu tun haben, emotionslos neutral, aber halt natürlich mit Freude sein, weil wir Freude haben mit dem, was wir tun. Ja, das ist es. Ja. Ganz kurz, ideale Indikatoren hierfür sind COT, ADX, Bollinger Bänder, Parabolik, SAE, RSI. Für was? Für diese hier Indikatoren meine ich jetzt. Ich habe es vielleicht von der Ordnung jetzt nicht ganz perfekt gemacht. Ja. So, jetzt mache ich hier nochmal ganz kurz, weil ich gleich zum Fußballspiel gehe. Gedankengänge eines erfolgreichen Traders. Jetzt mal kurz und knackig. Ja. Von trade what you see, not what you think. Was du denkst, ist völlig wurscht. Mach ich mal das Beispiel, Tesla fusioniert mit Daimler. Ja, da können wir jetzt 100 Jahre diskutieren, was gut oder schlecht ist. Gehst du Tesla Long, Short, Daimler Short, Long? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, warum? Weil wir nicht wissen, wie der Markt reagiert. Ja, das heißt, wir reagieren als Trader immer dann, wenn wir etwas sehen. ADX ist ein Trade-What-You-See-Indikator. Er sagt uns auf dem Punkt genau, wo, was, wie ein Trend ist. Da habe ich schon genügend Informationen im Netz oder auch Webinare gemacht, werde auch noch weitere machen. Wo gehe ich wie in den Markt? So denkt ein Trader. Wo gehe ich wie in den Markt? Ja. Also das schlechte Deutsch jetzt, wo, also an welchem Punkt? Wie lange möchte ich dem Markt Zeit geben, um diesen Trend zu machen, den ich mir vorstelle? Ja. Wie lege ich meinen Gewinn- und Verlustraum fest? Ja. Wie viel kann ich maximal verlieren? Wie viel wäre ich zufrieden? Welche Reparatur- oder Optimierungsmöglichkeiten gibt es während der Zeit? Ja, das sind alles meine Gedankengänge. Und da ich mich ja schon trainiert habe in der Wiederholbarkeit, da ich schon bestimmte, sag ich mal, Informationen habe, wie ich Optionen und Futures einsetze, ja, dann kann ich dann natürlich auch dementsprechend hier auch handeln. Ja? So, das heißt, jetzt kommt die große Trennung. Ja?
Gedanken eines erfolgreichen Traders heißt, trade what you see, marktunabhängig. Ist mir völlig wurscht, was ich denke, woher ich komme, ob ich pleite, nicht pleite bin, ob ich dumm, intelligent bin. Der Markt macht die Preis-Action, die er macht. Ich muss sie sehen, adaptieren, verstehen, neutral. Ich muss sagen, ich sehe dich. I see you. Wie beim Predator. I see you. Ich sehe dich. Was ich draus mache, ist meine Management-Entscheidung. Übergang von Trade What You See zum Money-Management und Mindset. Ja, das verwechseln viele. Oh, der Markt ist doof, bloß scheint. Nein, 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 du bist doof oder irgendwas. Ja, nicht der Markt. Der Markt ist, der macht das, was er macht. Du bist total neutraler, unabhängiger Zuschauer. Ja, das muss man trennen. So, und dann kommt es darauf an, wie spiele ich das? Mache ich Double Spreads, Credit Spreads, Ratio, Short Underlying mit Absicherung, Kalender Spreads? Mache ich Butterflies, Iron Fries, Broken Wing Butterflies, Lushik Fly, meine spezielle Konstruktion, Long Put, Short Call oder? Ja? Was mache ich hier? Das ist meine Entscheidung. Ich sage, wie mein Konto aussieht. Ich sage, ich möchte da von der Wiederholbarkeit ein Stück haben und bin zufrieden mit irgendwas und mache ein neues Setup, weil ich es ja wiederholbar machen kann. Mir läuft nichts davon. Ich nutze den Markt aus. Er ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ja, so denken sind die Gedankengänge eines erfolgreichen Traders. Und nochmal, erfolgreich heißt, du hast dein Money Management im Griff. Du hast deinen Verlust im Griff. Wenn du den Verlust so drastisch reduzieren kannst und so lange wie im Markt möglich bleibt, bist du der beste Trader aller Zeiten. Auch wenn es 5-mal schief geht, du kannst immer stolz sein. Ja, im Club habe ich jetzt 2 super Fail-Trades vorgestellt mit Echtgeld, mit Gold, wo wir ein paar Tausend gewinnen konnten. Und das ist für mich ein super Trade gewesen oder 2, die völlig schief gelaufen sind von der Haltung her. Aber wir haben fast statt 3.000 im Future haben wir nur 200 verloren, 2-mal. Bei einer großen, gigantischen Gegenbewegung gegen uns, besser geht's nicht. Ja, und diese 200 Dollar mal 2 in Korn und Gold, ja, waren für mich die besten Trades, obwohl sie Verlusttrades waren, weil sie so gut waren, auch von der Demonstration, dass ich sage, guck mal, wir hätten mit dem ersten Tick, wir haben alles richtig gemacht, unser ADX, unser Setup, alles war richtig, ja, wiederholbar. Der Markt hätte das auch gerne gemacht, nur diesmal hat das nicht gemacht. So. Aber das macht dir als Trader nichts aus. Ja, weil du das Money Management im Griff hast. Ja, du freust dich sogar, sagst, hey, meine Absicherung hat funktioniert. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.